Prinzessin Mary, deshalb krempelt sie jetzt Vanuatu die Ärmel hoch. Gemeinsam mit dem dänischen Minister für Entwicklungszusammenarbeit und globale Klimapolitik besucht Prinzessin Mary von Dänemark. 51, die Inselstaaten Vanuatu und Fidschi als auch Sydney, wo die Reise am 28. April endet. Die BewohnerInnen wird es freuen. So steht Marys Reise ganz im Zeichen der Herausforderungen, vor denen die lokalen Gemeinschaften der pazifischen Inseln im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen. Marys Startschuss in Vanuatu fällt jedoch nicht nur inhaltlich stark aus, sondern auch modisch. In einem weißen, hochgekrempelten Hemd mit V-Ausschnitt und einem bunt bedruckten Blumenrock verströmt die Dänin eine frische, gar leichte Atmosphäre, die ihre natürliche Schönheit unterstreicht. Das gekrempelte Hemd verdeutlicht jedoch auch, Prinzessin Mary ist sich nicht zu schade und packt Probleme gerne an. Getreu dem Motto, Ärmel hoch. Aber auch ihre Accessoires haben es in sich, die blauen Statement-Ohrringe bilden einen spannenden Kontrast zum bunten Rock und wirken zwar groß und auffällig, aber nicht überladen, was eine perfekte Balance zwischen Hingucker-Accessoire und subtilem Stil schafft.